Ja, hallo liebe Campingfreunde, ich bin's mal wieder, der Aki, und zwar heute mal mit einem kleinen Labervideo. Viele von euch interessiert es, kann man reich werden mit YouTube? Oder kann man damit Geld verdienen oder was auch immer? Ja, ich habe auch einen guten Anlass, denn ich bin wirklich Millionär geworden, Klickmillionär nämlich. Und dafür recht herzlichen Dank an alle, die meine Videos geschaut haben. Vor einem Jahr habe ich begonnen und jetzt wurde die 1 Million Klicks erreicht. Das macht mich natürlich mega happy, aber ganz so ist es natürlich nicht, wie ihr vermutet, dass ich schon Dollarzeichen in den Augen habe, auch wenn es der eine oder andere oder die andere vielleicht denkt. Da bin ich diese Woche leider über ein Video gestoßen von einer sogenannten Kollegin, die hat sich doch in der Tat über einige YouTuber, über viele YouTuber moniert, die Werbung schalten auf ihre Videos, die Produktplacements machen, so wie ich auch. Dazu stehe ich übrigens auch. Und die hat sich doch richtig, richtig herabgelassen. Hat zwar keinen Namen genannt, aber der Hammer ist, in diesem Video hat sie 3-mal Werbung geschaltet, selber. Und behauptet dann auch noch, dass das YouTube von alleine machen würde. Oh Gott, das stimmt alles nicht, Leute. Jeder YouTuber hat die Möglichkeit, das Video zu monetarisieren. Das heißt, Werbung drauf schalten zu lassen oder nicht. So wie dieses Video hier ohne Werbung sein wird. Oder das Video mit der Michelle, ihr könnt euch erinnern, im Haus am Mühlebach auch ohne Werbung war. Für sowas würde ich keine Werbeeinnahmen nehmen, wenn, dann würde ich es spenden. Ja, das wollte ich nur mal loswerden, weil das hat mich diese Woche doch ein bisschen traurig gestimmt, dass YouTuber unter sich so Vorwürfe hin und her schicken. Da gibt es einen Ehrenkodex und daran sollte man sich halten. Außerdem sind wir alle keine Konkurrenten. Das sieht man auch wieder an den Blogger-Treffen, oft an den Alpen oder in Dischweiler. Wir verstehen uns alle mega cool und wir sehen uns nicht als Konkurrenz an. Ob der eine 1000 Abonnenten hat, der andere 10.000, das spielt alles keine Rolle. Aber die Welt ist eine Kugel und da leben doch ziemlich viele Menschen drauf und es scheint doch den einen oder anderen dabei zu haben, der sieht es ein bisschen anders. So viel zu dem Thema, mehr möchte ich da auch gar nicht mehr sagen, weil ich nehme es mir nicht raus, zu sagen, was ist richtig, was ist schlecht. Ihr müsst entscheiden, ihr die Zuschauer. Das ist ja das Schöne an YouTube. YouTube ist ja eine Werbeplattform, wie wir alle wissen, auf der wir alles sehen können, von A bis Z und natürlich auch Werbung, ne? Und warum nicht auch als Camper? Reich wird man deswegen nicht, Leute, und deswegen kommen wir auch schon auf das Thema, wird man Millionär? Nein, definitiv nicht. Sowieso nicht nach 1 Million Klicks oder nach 6.500 Abonnenten, auch mit dem doppelten, dreifachen, vierfachen nicht. Fakt ist aber, es wird monetarisiert, jeder hat die Möglichkeit, ein bisschen Einnahmen zu generieren oder durch Werbeeinnahmen, durch Amazon oder was auch immer, Produktplacements zum Beispiel. Dann ist es auch wieder die Entscheidung jedes YouTubers zu zeigen, was er möchte. Ne? Zum Beispiel die Dashcam fand ich mega cool, die Alarmanlage fand ich mega cool. Warum soll ich euch das vorenthalten? Und ich stehe zu dem Produkt. Die Dashcam habe ich getestet, die Alarmanlage, die weiß ich, dass das die beste ist, wo es im Moment auf dem Markt gibt. Und deswegen stehe ich auch dazu und das ist auch okay so. Nicht alle Produkte bekomme ich einfach so zugeschickt. Viel kaufe ich mir selber, auch einfach mal nur zum Testen. Das sind alles Ausgaben, die hat eigentlich ein normaler Mensch nicht und deswegen sind die Ausgaben immer höher als meine Einnahmen, definitiv. Es gibt eine schöne Plattform, da könnt ihr mal, wenn ihr lustig seid, einfach mal drauf gehen und zu schauen, was verdient denn so ein YouTuber ungefähr. Die Plattform, die blende ich euch mal rein mit meiner Seite, die heißt Social Blade und dort könnt ihr mal sehen, einen ungefähren Wert hier unter Estimated Monthly Earnings, könnt ihr sehen, die Spanne ist schon riesengroß. Bei mir jetzt hier zwischen 19 und 308 Dollar Pfund, das ist eine Spanne, die ist mit Vorsicht zu genießen. Also die 19 Dollar sind es mit Sicherheit nicht und die 308 Dollar sind es auch nicht jeden Monat. Aber es liegt im hinteren zweiten Drittel, so viel kann ich schon mal sagen. Definitiv, je nachdem, wie oft auch ich Werbung schalte auf meine Videos. Ist ja nicht immer so. Ja. Wenn man das Ganze mal runterrechnet auf den Stundenlohn, Video schneiden, Video monetarisieren, ganze Video- und Fotobearbeitung etc. etc., dann kommt man auf den Stundenlohn, den habe ich mir mal ausgerechnet, der liegt irgendwo bei 3,50 Euro und denke ich mal, für das würde keiner arbeiten gehen. Also, für alle, die denken, YouTube ist eine coole Sache, um Geld zu verdienen,
da gibt es andere Sachen. Macht einen tollen Job, lernt was Richtiges, dann könnt ihr auch gut Geld verdienen. Aber mit YouTube, da müsst ihr schon an der Millionen Abonnentengrenze und vor allen Dingen Millionen Klicks pro Monat, wenn nicht sogar am Tag rechnen. Ne? Dann kann man gut davon leben, aber bei mir ist es noch lange nicht so weit und auch im Bereich Camping, Wohnmobile, Kastenwagen wird man es kaum erreichen können. So viel zu dem Thema. Ne? Produktplacements werde ich nach wie vor machen. Ich werde mir das von keinem verbieten lassen und ich werde auch die Kritik aufnehmen, definitiv. Wichtig ist einfach, wenn es euch nicht gefällt, dann schaltet einfach ab oder spult vor oder was auch immer. Das ist doch überhaupt kein Problem. Mit der heutigen Technik kann man doch vorspulen, Stopp drücken oder was auch immer. Das geht doch. Es sollte doch kein Problem sein. Und tut mir einen Gefallen unter Kollegen. Lasst die Beschuldigungen, lasst die Vorwürfe, lasst diese Stutenbissigkeit weg. Im alltäglichen Leben gibt es das genug. Wir alle haben so ein tolles Hobby. Lasst uns das genießen, lasst keinen Neid entstehen. Der andere macht mehr Werbung, der kriegt vielleicht mehr Geld wie ich. Dann kriegt er halt 10 Euro mehr im Monat. Mein Gott, aber dafür habt ihr vielleicht eine schönere Tour gehabt, wie auch immer. Also hört auf mit diesen Stutenbissigkeiten, nur um Klicks zu generieren oder dem anderen irgendwie was in die Schuhe schieben zu wollen. Er wird deswegen trotzdem seine Fanbase erreichen. Das ist ja das. Ne? Nur damit ihr vielleicht euren Dampf abgeladen habt, bringt es euch nicht weiter. Genießt das Leben. Genießt es. Fahrt weg. Geht auf Touren. Schaut euch neue Wohnmobile an oder was auch immer und vor allen Dingen die Natur. Das Leben ist viel zu kurz für irgendwann, sage ich immer. Und schon gar nicht irgendwie, wenn man sich dann gegenseitig irgendwelche Vorwürfe in die Schuhe schiebt. Ja, ich war noch stehen geblieben hier übrigens mit wird man reich als YouTuber? Ich kann nur so viel sagen. An Erfahrung wird man reich. Und vor allen Dingen, wenn man es leidenschaftlich macht und ernst gemeint, dann wird man reich an unglaublichen Begegnungen. Ich habe so viele Menschen kennengelernt. Ich habe so viele Storys schon erfahren dürfen und so viele, ja, einfach unglaubliche Geschichten gehört. Geht einfach mal auf meine Homepage, schaut mal dort im Gästebuch nach, was dort für Storys stehen. Das ist ein kleiner Überblick. Gerade die letzten 3, 4 Geschichten, die haben mich sehr, sehr berührt. Und das ist schon was, wo ich dann sagen muss, das ist es, was es ausmacht. Und nicht irgendwelche Zahlen, mit denen kann man eh nichts anfangen. Also die Ausgaben sind viel höher, glaubt mir das. Ne? Das Equipment kostet was. Die Orte, wo man hinfahren möchte, kosten was. Das würde man auch tun, ist klar. Aber es ist ein Hobby. Ne? Es ist ein Hobby wie Fußball, wie was anderes. Ein Sportler möchte auch erfolgreich sein. Ein Sportler möchte auch Pokale gewinnen. Und so geht es mir als YouTuber auch. Ich möchte besser werden und ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen. Und natürlich auch positive Kommentare bekommen. Das sind meine Pokale. Und alle negativen Kommentare nehme ich gerne auf, bloß die sind sehr selten. Die meisten drücken einfach einen Daumen nach unten und lassen keinen Kommentar da. Und das machen die meisten schon nach wenigen Sekunden. Viele warten ja schon, bis der Aki ein Video online stellt, um dann schnell einen Daumen nach unten zu drücken. Ja, wenn euch das Spaß macht, dann macht's weiterhin. Mich tangiert es nicht, ne? Absolut nicht. Aber es würde mir viel helfen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet. Wie habt ihr gefunden? Kann ich was ändern? Passt euch meine Nase nicht oder was auch immer. Aber einfach hier nach unten einen Daumen drücken. Ich weiß ja, wer es ist. Das sind ja meistens immer die gleichen 5 bis 7 Leute. Und denen wünsche ich aber trotzdem nochmal ein ganz besonderes, schönes Wochenende mit viel, viel Sonne. Und vielleicht hat das Video ja ein bisschen was bewirkt. Und das nächste Mal kommentiert ihr unter irgendein Video, muss ja nicht mal meins sein, ein Kommentar. Ein nettes, ein kritisches oder wie auch immer. So, jetzt bin ich meinen Dampf mal ein bisschen losgeworden. Ich habe keinen beschuldigt, ich würde das auch nie tun, weil jeder ist für sich eigen. Jeder entscheidet für sich, aber man muss bei der Wahrheit bleiben. Ne? Und das Thema hier mit Monetarisierung, das ist mir doch schon ziemlich arg an die Halsschlagader gegangen. Ne? Hier bin ich. Ich stehe vor einem Rätsel und das werden wir jetzt gemeinsam lösen. Gegangen, ne? Ich hatte, wenn man behauptet, dass YouTube hier alleine entscheidet, ob Werbung geschalten wird oder nicht. Dem ist nicht so. Ich würde sagen, genug gelabert. Muss auch nicht großartig jetzt eine Mega-Story draus machen,
Sagt mir mal, wie eure Meinung ist dazu, zu dem ganzen Thema. Ich werde jetzt nach Bad Dürrheim fahren, auf dem Wohnmobilbahnhof. Seht ihr, das ist schon wieder Werbung. Ne? Also jetzt habe ich ja schon wieder Werbung gemacht. Ich müsste jetzt oben Dauerwerbesendung einblenden. Und deswegen ist das manchmal gar nicht einfach zu trennen. Ich fahre da jedenfalls hin, um die Nicole zu treffen. Die Nicole ist eine Abonnentin, die hat sich gerade einen Clever gekauft. Und wir machen eine kleine Tour zusammen. Dann nehme ich euch natürlich mit, wenn ihr Lust habt. Ich werde noch ein paar Sachen hier richten. Jetzt wird es richtig warm hier im Rusty. Und jetzt muss ich erstmal die Löcher aufreißen. Mir ist aber auch innerlich jetzt ziemlich warm geworden, muss ich gestehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auch euch, die euch jetzt gerade richtig angesprochen fühlt. In dem Fall, bis bald, euer Aki.